Guten Tag. Mein letztes Video handelte von der Konferenz zur Zukunft Europas, kurz KZE. Zur Erinnerung, die KZE ist der Versuch, aus einer ohnehin schon demokratisch fragwürdigen EU ein skandalös antidemokratisches Bürokratieimperium zu machen, in der Völker und Nationalstaaten absolut gar nichts mehr zu sagen haben. Imperium, Obacht, ist nicht meine Wortwahl. Guy Verhofstadt, der linksextreme Leiter der KZE, benennt damit selbst das Ziel, das die KZE anstrebt. Ein Imperium EU. Das deutsche Wort für Imperium ist Reich. Damit haben wir und die Völker Europas bekanntlich ganz eigene Erfahrungen gemacht. Schon deshalb sollten ja alle Warnlampen angehen. Selbst die größten Verfechter des Warenaustausches und Handels sollten irgendwann zugeben, Reich ist etwas fundamental anderes als gemeinsamer Binnenmarkt. Zurück zur KZE. Ich hatte letzte Woche ein paar Dinge genannt, die uns drohen. Verlust der nationalen Steuerhoheit, Wahlakte als demokratische Farce und unbegrenzte Zuwanderung. Das waren nur einige Highlights. Die anderen folgen jetzt. Eine eigene Armee. Auch die will das neue EU-Reich. Für, so wörtlich, vornehmlich defensive Aufgaben. Heißt, anders als die NATO, will die EU auch offensive Aufgaben wahrnehmen. Aus der angeblichen Friedensmacht EU wird so die Kriegsmaschine EU. Kommt es zu einer EU-Armee, entscheiden nicht mehr nationale Parlamente über die Kriegsbeteiligung ihres Landes, sondern Vertreter anderer Völker. Polen, Italiener oder Portugiesen bestimmen dann, wie viele deutsche Soldaten für Einsätze beispielsweise in afrikanischen Ländern ihr Leben riskieren. Gleichzeitig wird auch die NATO irrelevant. Und völlig ungeklärt ist auch, ob diese Streitkräfte nicht auch innereuropäisch eingesetzt werden können, beispielsweise gegen Gelbwesten, Covid-Skeptiker oder Spaziergänger. Ausländische Soldaten haben sicherlich weniger Skrupel, gegen solche Leute militärisch vorzugehen, als heimische Soldaten gegenüber ihren Landsleuten. Die Grenzen sollen nicht nur geöffnet, die Migrationsströme nicht nur befördert werden. Man will rechtlich bindende Verteilungsschlüssel, mit denen Kontingente von Afrikanern, Afghanen oder Arabern auf die europäischen Länder verteilt werden. Im Ergebnis entscheidet damit nicht mehr jedes Land für sich selbst, wer willkommen ist und wer nicht, sondern Brüssel. Damit die Bürger diese Zuwanderung als Glück begreifen, muss man sie der Gehirnwäsche unterwerfen. Daher empfiehlt die KZE, die Bürger zu erziehen, und zwar ab der ersten Klasse. Wie in der DDR Marxismus-Leninismus auf dem Lehrplan stand, soll künftig, nach dem Willen der EU, Migrationskunde gelehrt werden, selbstverständlich begleitet, das ist ausdrücklich erwähnt, von Nichtregierungsorganisationen, also von der EU finanzierten, zumeist linksextremen und demokratisch nicht legitimierten Propagandisten. Um das Orwellsche Bild einer Gesinnungsdiktatur abzurunden, will man zudem Webseiten einrichten, auf der Bürger, wörtlich, kritische Fragen stellen dürfen. Wer so doof ist, das zu tun, wird dann vermutlich umgehend Besuch von den Nichtregierungsorganisationen bekommen. Oder gleich von Vertretern der EU-Armee. Oder er wird öffentlich diffamiert, ausgegrenzt, zersetzt. Auch das kennt man aus totalitären Staaten. Und dann soll auch noch die Steuer-, Sozial- und Gesundheitspolitik harmonisiert werden, also vereinheitlicht und zentralisiert. Heißt, kein innereuropäischer Wettbewerb, sondern Preisdiktate wie im Ostblock. Denn das hat ja zu den schönsten Ergebnissen geführt, zu größter Armut, verrottenden Häusern, zerstörter Umwelt und uferloser Korruption. Die AfD wird oft fälschlich als extrem diffamiert. Das genaue Gegenteil ist richtig. Die Extremisten sind jene, die die Gemeinschaft der Vaterländer durch ein Reich, politische Vielfalt durch Zentralismus und das Verteidigungsbündnis NATO durch eine militärische Offensivarmee der EU ersetzen wollen. Und die, um das zu tun, bei buchstäblich jeder Behauptung und jedem Satz und jedem Akt der Vorbereitung lügen, tricksen, betrügen. Wir, um das mal klar zu sagen, wir sind die Vernünftigen. Die anderen, die sogenannten Linken, Grünen, Liberalen und alle, die bei diesem gemeingefährlichen Schwachsinn KZE mitmachen, sind die Spinner, die Antidemokraten, die Extremisten.
Daher meine Bitte, bleiben Sie skeptisch, denn was immer von hier kommt, ist das pure Gift.